Die Formation des Unwissens bzw. Wissens über die Elektrogitarre sind heute mein Thema. Die Mitgliederinnen und Mitglieder von GITEC sind ja in der Mehrzahl Naturwissenschaftler, also Physiker oder Ingenieure oder Ingenieurinnen. Das hier auf diesen Tagungen präsentierte Wissen basiert also auf soliden Methoden und ist damit intersubjektiv nachvollziehbar innerhalb des naturwissenschaftlichen Paradigmas. Im Fokus des im Folgenden zu skizzierenden Forschungsprojektes soll es um andere Formen des Wissens über die Elektrogitarre gehen, beziehungsweise des Unwissens. Unter dem Dach der Wissensgeschichte werde ich mich mit zwei Themenbereichen beschäftigen. Zum einen mit Gitarrenmythen und andererseits mit Wissensbeständen aus dem Musikjournalismus. Das heißt genauer gesagt aus den Kolumnen von Udo Pipper aus der Zeitschrift Gitarre und Bass. Zunächst also erstmal zu meinem wissensgeschichtlichen Rahmen, zu dem Dach, was ich hier errichten möchte. Der Historiker Landwehr schreibt, Zitat, Wissen ist nicht an und für sich, sondern wird von Gesellschaften immer nur zur Bewältigung ihrer jeweiligen Realitäten hergestellt und angewandt. Außerhalb solcher Relationen gibt es kein Wissen. Weshalb für die Wissensgeschichte festzuhalten ist, dass all das als Wissen zu gelten hat, was für sich selbst in einem bestimmten gesellschaftlichen Rahmen und in einem bestimmten historischen Zeitraum den Wissensstatus reklamieren kann. Zitat Ende. Das bedeutet, dass in verschiedenen Teilbereichen, auf unseren Gegenstand hier bezogen, Teilbereiche der Elektrogitarrenkultur, verhandeltes und konserviertes Wissen von Interesse sein sollte. Das kann zum Beispiel Wissen sein aus solchen Gitarrenbüchern, hier von Doyle und Bouquet, das Marshall Booth First 50 Years oder der jährlich erscheinende Vintage Guitar Price Guide, aktuelle Ausgabe, oder hier dieses reich bebilderte Rickenbacker 12-String-Buch von Tony Bacon. Das kann also vieles sein. Periodika wie Gitarrenzeitschriften werden da auch zu nennen. Die Wissenschaft vom Wissen bzw. Unwissen und seiner Geschichte, die zeigt uns, dass es also ein Wissen, nur ein Wissen nicht geben kann. Es ist also auszugehen von einer Pluralität der Wissensformen, so eine Landwehr es. Und genau diese Pluralität zu untersuchen, ist ein Ziel meines Beitrags zum Unwissen bzw. Wissen über die Elektrogitarre. Es geht mir um Formen des machtbesetzten Wissens bzw. Unwissens, ganz unabhängig von dessen empirischer Belastbarkeit oder wissenschaftlich-institutionell abgesicherter Herkunft oder Güte oder auch Qualität. Ich betrachte also Wissen als gesellschaftliches Phänomen und habe damit ein an die Wissenssoziologie angekoppeltes Interesse am Phänomen Elektrogitarre. Eine medienkulturwissenschaftliche Erforschung des Wissens bzw. Unwissens über die Elektrogitarre muss immer kontextsensibel sein. Das heißt, es kommt immer darauf an, wo, in welchem Kontext Wissen produziert wird. Und so macht es eben einen großen Unterschied, ob dieses Wissen in solchen Gitarrenbüchern hier veröffentlicht wird oder aber zum Beispiel in einer Dissertation wie die von Jan-Peter Herbst, die da heißt Die Gitarrenverzerrung in der Rockmusik, Studien zu Spielweise und Ästhetik, erschienen in der Reihe Populäre Kultur und Medien, Band 2 hier. Das kann auch Wissen sein, was in Blogs, Gitarrenblogs zirkuliert, oder eben Produktpräsentationen in Gitarrenmagazinen enthalten auch Wissensbestände oder Partikel. Bereits hier wird deutlich, dass Formen des Wissens bzw. Unwissens stets mit Formen der Macht bzw. Ohnmacht verbunden sind. Wie wir sehen werden, ist nicht unbedingt derjenige in einer machtvollen Position, der viel belastbares Wissen, zum Beispiel aus dem Kontext einer wissenschaftlichen Disziplin über die Elektrogitarre erschafft oder publiziert. Auch das Unwissen, das halbwahre und sogar falsche Wissen hat seinen Platz in der Unwissenswelt der Elektrogitarre und ist damit also zuweilen äußerst mächtig, ob wir das wollen oder nicht. Damit steht also meine kulturwissenschaftliche Perspektive dieser wissensgeschichtlichen nah. Das sollte jetzt deutlich geworden sein.
ein auf den Zusammenhang von Sound und Wissen bezogenes kulturwissenschaftliches Erkenntnisinteresse beschreibt Lange im Handbuch Sound wie folgt. Also es geht jetzt um Sound und Wissen. Zitat: An die Frage, was von wem in welchen kulturellen Zusammenhängen gehört oder mit akustischen Beschreibungen belegt wird, schließen sich Michel Foucault folgend Fragen der Genealogien des Wissens an, um die Herkunft von Wissens- und Wahrheitsansprüchen, die immer in Machtbeziehungen verstrickt sind, zu rekonstruieren. Damit ist die Nähe kulturwissenschaftlicher Ansätze zur Wissens- und Wissenschaftsgeschichte gegeben. Zitat Ende. Also, eine Wissenschaft vom Wissen oder Unwissen über die Elektrogitarre steht insofern vor folgenden Fragen. Wer spricht von welcher Position aus über die Elektrogitarre? Welche Medien des Wissens gibt es bezüglich der Elektrogitarre? Und wer sind die machtvollen Sprecherinnen und Sprecher? Sind das die Physikerinnen und Physiker? Sind das Kolumnisten von Gitarrenzeitschriften? Sind das Blogger? Und können Wissen und Unwissen von immer voneinander getrennt werden? Solche Fragen schließen sich hier an. So, das wäre jetzt das wissensgeschichtliche Dach. Und jetzt kommt der erste große Themenblock, und zwar zu den Gitarrenmythen. Im Kontext naturwissenschaftlicher Forschung zur Elektrogitarre ist ja bei GITEC immer wieder die Rede von einer dringend notwendigen Dekonstruktion von Mythen, welche also in der Gitarristen-Community verbreitet sein. Zum Beispiel die Holzgeschichten. Und da hat ja Manfred Zollner sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet. Also Gitarrenmythen wie die, zum Beispiel ein helles Griffbrett einer Strat klänge eben heller als ein dunkles Palisander-Griffbrett. Diese Mythen werden in der Gitarrenkultur, die sehr ausdifferenziert ist, häufig allerdings unzureichend verkürzt, lediglich als falsches Wissen verstanden. Da ist nicht alles einfach faktisch falsch. Sie würden also durch diese industrienahe Fachpresse und durch Online-Foren verbreitet werden. Und ich habe hier mal drei Beispiele mitgebracht, die ganz gut belegen, was für ein diffuser Mythenbegriff in der Gitarristen-Community verbreitet ist. Hier zum Beispiel der Klassiker von Lothar Trempert, elektrisch Jimi Hendrix. Und jetzt kommt der entscheidende Untertitel, der Musiker hinter dem Mythos. Zweites Beispiel, Fender Telecaster. Er ist ein Buch aus einer ganzen Reihe. Es gibt auch Fender Stratocaster und so weiter. Der Untertitel lautet immer Mythos und Technik. Das dritte Beispiel, The Gibson Puff Humbucking Pickup from Myth to Reality. Die Frage ist also für mich, zum Beispiel, wenn ich vom Mythos Hendrix spreche, ob ich mich dann lediglich mit dem unerreichbaren Virtuosentum eines Gitarrengotts beschäftige und davon schwärme, dass der Saitentricks mit der Zunge vollführt oder dass ich von seiner vermeintlich starken Libido raune oder von seiner Mitgliedschaft im Club of 27, das wäre die Frage, oder ob da noch mehr dahinter steckt. Um die Frage zu beantworten, ist jetzt erstmal nötig, einen belastbaren Mythenbegriff zu entwickeln. Der muss differenziert sein. Was sind also Mythen? Und hier bieten Ebert und Wodjanka einen definitorischen Zugang über das Lexikon moderner Mythen und sagen, Zitat, bezeichnen das Mythische als einen subjektiven Wahrnehmungsmodus von überindividueller, kollektiver Bedeutung. Das ist ein subjektiver Wahrnehmungsmodus, nicht objektiv, belastbar. Und der ist nicht nur für Einzelpersonen relevant, sondern für Kollektive, für viele Personen. Die Herausgeberin fassen das Mythische des Weiteren als Wahrnehmungsmodus, der durch eine scheinbare Erzählerlosigkeit und ein hohes Identifikationspotenzial gekennzeichnet sei. Scheinbare Erzählerlosigkeit soll sagen, es weiß keiner so genau, wer den Mythos in die Welt gesetzt hat und woher der genau kommt. Aber es können viele sich damit identifizieren, es können da viele was mit anfangen. Die Autorin ergänzen, der Mythos könne als Brille zur Weltdeutung verstanden werden, die Normen und Werte vermittelt. Also eine bestimmte Art, die Welt zu sehen oder eine
Teil, einen Teil dieser Welt zu sehen. Und da werden Normen und Werte vermittelt. Mythen vereinfachen, das sollte bis jetzt klar geworden sein, komplexe Zusammenhänge. Sie unterbreiten Gefühlsangebote, es geht um Gefühle, Emotionen. Und sie bieten keine Dialektik, stellen Emotionen über die Ratio. Sie setzen sinnlich konkrete Wahrnehmung an die Stelle von Abstraktion. Sie bedeuten scheinbar unmittelbar und heben Gegensätze auf. Das ist sinnlich konkret anstelle von kompliziert und abstrakt und unmittelbar, ohne große Umwege. Insofern also gehören wissenschaftliche Erkenntnisse, zum Beispiel zu den Spiel- und Kompositionstechniken von Jimi Hendrix, die gehören nicht zum Mythos unbedingt dazu. Auch nachlesen kann zum Beispiel, aber die vielfach reproduzierten Bilder von ihm, wie er seine Straße in Flammen aufgehen lässt, wie die Geschichten von seinem frühen Tod oder seiner Mitgliedschaft im legendären Club of 27 hingegen schon. Was also kann alles zum Mythos werden? Und das habe ich jetzt natürlich umgelegt auf unseren, den Gegenstand unseres Interesses, auf die Gitarrenkultur. Personen können laut Wodjanka zum Mythos werden und Hendrix ist ein Beispiel dafür. Aber auch Dinge, zum Beispiel die 59er Les Paul, absolut mythenumrankt. Des Weiteren können Ereignisse mythisch aufgeladen werden. Da wäre zum Beispiel Woodstock, das Woodstock Festival zu nennen. Ist auch ein großer Mythos. Orte, hier können wir auch Woodstock nennen, ist ja auch ein Ort, streng genommen. Also da hakt es etwas in dieser Typologie. Aber da wäre auch so etwas möglich wie Swinging London zu nehmen oder die Abbey Road Studios. Des Weiteren sind zu nennen Institutionen. Da muss ich kurz gucken. Da wäre zum Beispiel dieser eben erwähnte Club of 27 zu nennen. Das ist eine Institution, die mythenlastig ist. Dann sind Konzepte zu nennen, wie zum Beispiel die Supergroup. Die Gruppe Cream wurde zum Beispiel in den 60ern als solche bezeichnet. Des Weiteren dann Typen und Figuren. Da fallen mir im Gitarrenkosmos, im Rockkosmos ein, zum Beispiel das Groupie. Ist auch ein großer Mythos. Ich brauche immer zwei, eine zum Reden, eine zum Diskutieren. Dann aber auch der Virtuose ist natürlich ein großer, ist ganz, ganz wichtig für den Gitarrenbereich. Virtuosentum ist auch mythenumrankt. Also, das ist diese Typologie nach Wodjanka. Dann ist eigentlich klar, sollte es jetzt klar geworden sein, dass Gitarren- und Gitarristenmythen, also Menschen überhöhen, die sehr gut Gitarre spielen oder spielten, die werden überhöht, zum Beispiel zu Gitarrengöttern. Und es werden aber auch aus Instrumenten und Peripheriegeräten, also technische Wunderdinge, deren Preisentwicklung ebenfalls wunderbar und traumhaft erscheint. Und da habe ich ein Beispiel mitgebracht, und zwar die eben schon erwähnte 1959er Gibson Les Paul. Das ist vielleicht sogar der E-Gitarren-Mythos schlechthin. Die Gitarren dieses Jahrgangs werden seit Jahrzehnten wiederholt als sehr, sehr gut beschworen und sehr teuer gehandelt. Dieses Beispiel hier, ihr seht, das Bild ist von Guitar Point. Diese Gitarre, diese 59er Les Paul, soll angeblich für 265.000 Euro über den Ladentisch gegangen sein. Also, die werden sehr teuer gehandelt. Wer wann genau die hohe Wertigkeit der Instrumente bestimmt hat, wer also den Mythos erschaffen hat, das ist nicht bekannt. Hier sind wir wieder bei dieser Erzählerlosigkeit, von der ich eben sprach. Aufgrund ihres Seltenheitswertes hat auch kaum je ein Gitarrist so eine Gitarre gespielt, wage ich zu behaupten. Von den 50 Leuten, die jetzt hier online anwesend sind, glaube ich nicht, dass jemand eine solche Gitarre schon gespielt hat. Na, meine hat ja gerade einen Kopfplattenbruch, aber das werde ich reparieren und dann wird alles wieder gut. Dennoch ist das Modell sinnstiftend in Form einer Referenz, auf die sich zu beziehen, scheinbar auch nach Jahrzehnten noch lohnt.
Die Frage ist, für wen sich das lohnt. Gitarrenjahrgänge wie der 1959er finden ja auch in heutigen Produktbezeichnungen ihren Niederschlag. Zum Beispiel tauchen diese Produktbezeichnungen in den hochpreisigen Linien der großen zwei, Fender und Gibson, auf. Das Marketing bedient diese Mythen mit den Bezeichnungen von solchen Produktlinien, zum Beispiel als True Historic. Bei Gibson ist das der Fall. Begrifflichkeiten wie Originaltreue und Authentizität gehören entsprechend zum Standardvokabular des Marketings, der Werbung und damit verknüpft auch der Gitarrenmagazine. Das hat seinen Preis. Mythos und Ökonomie gehen also in der Gitarrenwelt Hand in Hand. Eine in diesem Zusammenhang interessante Frage wäre nicht die nach dem Ursprung des Mythos, das scheint schlecht möglich zu sein, aber danach, wann die traditionsreichen zwei, also ich denke jetzt an Fender und Gibson, damit angefangen haben, besagte Mythen zu nähren und auch die zu monetarisieren. Also die Frage wäre dann, die interessant zu untersuchen wäre, ab wann tauchen in Produktkatalogen und Verzeichnissen entsprechende Angaben von Jahrgängen auf. So, jetzt nochmal zurück zur Theorie und nochmal zu den Kanonisierungsaussichten von bestimmten Mythen nach Wodjanka. Auch das habe ich umgelegt. Das heißt also, die Frage ist die, inwiefern sich Mythen etablieren und in standardisierter Form vermehrt auftreten. Wodjanka schlägt also hierzu vier zu berücksichtigende Aspekte vor. Zunächst mal die Frage danach, wie umstritten ist ein Mythos, Umstrittenheit. Ein Gitarrenmythos, sagt, denke ich, muss umstritten sein, um am Leben zu bleiben. Bei der Les Paul zum Beispiel ist es so, dass sie längst nicht mehr die einzige Referenz ja ist für bestimmte Sounds, im Rock oder Blues zum Beispiel. Und es ist auch zu sagen, dass die Firma Gibson ja vor kurzem sogar pleite war. Andere Hersteller haben das Modell Les Paul insbesondere erfolgreich kopiert und in modifizierter Form erfolgreich am Markt etabliert. Zu denken wäre da zum Beispiel an die Single Cut von PRS. Nach einem Rechtsstreit durften die das Modell dann ja bauen und verkaufen. Des Weiteren zu nennen ist die Flexibilität und Aktualisierbarkeit. Das des Mythos und Design ebenfalls Voraussetzungen für sein Fortbestehen. Flexibilität und Aktualisierbarkeit. Und was heißt das jetzt? Durch zum Beispiel eine starke Personalisierung von einzelnen Les Paul-Gitarren, also die bekommen dann bestimmte Namen zum Beispiel und haben sowieso bekannte Besitzer, also Star-Gitarristen zum Beispiel, da wird der Mythos alter Les Paul-Gitarren im Allgemeinen auch jenseits dieses mythenumrankten Jahrgangs 1959 flexibilisiert und auch gepflegt. Drittens ist zu nennen die mediale, diskursive und institutionelle Distribution und Diffusion. Die 1959er Les Paul taucht mit großer Verlässlichkeit immer wieder in Gitarrenmagazinen und Büchern auf, also in anderen Medien auf, und somit wird der Mythos genährt. Zum Beispiel in der aktuellen Ausgabe von Grand Guitars ist wieder so ein Modell drin, was sich auf diese 59er bezieht. Dann der vierte Punkt, die Vernetzung mit anderen modernen Mythen. Die sei ebenfalls relevant für auf Dauer gestellte Mythen. Also Personenmythen, Star-Gitarristen zum Beispiel, treten häufig in Verbindung mit Ding- und Sachmythen auf, also Gitarren und ihre prominenten Spieler. Zu denken ist aber auch an andere Kopplungen von Mythen, andere Kopplungen. Es gibt also nicht nur den einen legendären Jahrgang 1959, der berühmt ist, sondern es gibt zum Beispiel auch den Jahrgang 1954. Und was fällt uns da ein? Ja, das erste Produktionsjahr der Stratocaster. Und insofern entsteht hier ein Netzwerk von Mythen. Also die mythische Überhöhung von Jetzt bin ich wieder drin.
diese mythische Überhöhung von Jahrgängen, von Instrumenten und anderen Musikalien ist zum Fetisch der Gitarristengemeinde geworden. So lautet meine These. Und die Liste verwandter Beispiele ist ja sehr lang. Und ich habe hier noch ein Beispiel mitgebracht. Zum Beispiel die Firma Fender bewirbt, also nicht nur Tonabnehmer, das haben wir eben bei Manfred gehört, mit dem Zusatz 52, Fender Vintage 52, nannte Manfred da, sondern die bewirbt zum Beispiel eine ganze Serie von Tweed-Verstärkern mit dem Zusatz 57 oder 57. Hier links zu sehen, Fender Champ 57 in Tweed. Und der Konkurrent Marshall verwendet hingegen keine Produktbezeichnung dieser Art. Eigenartigerweise, das teuerste Kombo-Modell von Marshall, hier rechts im Bild zu sehen, ist ein Reissue des Bluesbreaker-Kombos, über 5.000 Euro teuer. Der trägt die Modellnummer 1962, bezieht sich aber auf ein Modell, was 1965 am Markt eingeführt wurde. Hier wird also die nicht nur langhaarige Kundschaft doch relativ verwirrt mittels solcher Produktbezeichnungen. Und hier verzichtet Marshall also auf die Ausbeutung dieses eigenen Mythos qua Jahreszahlen. An anderer Stelle hingegen pflegt Marshall diesen Mythos sehr wohl und beutet ihn auch aus. Zum Beispiel, und das wissen viele von euch, prangt ja das geschwungene Marshall-Logo mittlerweile auf Kopfhörern, auf Kühlschränken. Und was ich damit sagen will, ist, dass diese Marke längst zur wertvollen Lifestyle-Marke avanciert ist. Und hier wird dieser Rockmythos eben ausgebeutet. Was gehört zum Rockmythos? Lautstärke, Exzessivität, Jugendlichkeit, Maskulinität auch. Und das wird von Marshall erfolgreich ausgebeutet. So, da sollte jetzt deutlich geworden sein, dass die häufigen Angaben von Jahrgängen, also zwischen 1950 und 70, denke ich, das sind diese Jahrgänge, sind hier gemeint, dass die ein mythisches Gewebe erschaffen. Sie zeigen, und jetzt möchte ich nochmal Wodjanka zitieren, Verwandtschaftsverhältnisse der Gottheiten. Sehr hochgegriffen, aber finde ich gut, Zitat Ende, Verwandtschaftsverhältnisse der Gottheiten, also ein Beziehungsgefüge von mythisch aufgeladenen Instrumenten und Geräten. Dem interessierten Gitarristen und der Gitarristin präsentiert sich in jedem Fall also ein großes Netzwerk von Produktangeboten mit Vintage-Bezügen, welches die Hersteller der Instrumente und Geräte fleißig pflegen. So. Das war der erste große Block hier zu Mythen, zu Gitarrenmythen. Und dann mache ich jetzt gleich weiter mit dem zweiten, und zwar zur Formation des Wissens bzw. Unwissens in Gitarrenmagazinen. Und hier links ist ganz klar zu sehen, die aktuelle Ausgabe Gitarre und Bass. Eddie, rest in peace. Die Frankenstein-Strat hier zu sehen auf dem Cover, leider sehr passend. Und rechts zu sehen ist Udo Pipper, wie er sich auf seiner Webseite präsentiert. In diesem Abschnitt meines Vortrags möchte ich mir also einen machtvollen Sprecher auf dem diskursiven Feld der Elektrogitarre genauer anschauen und in diesem Zuge meine medienkulturwissenschaftlichen Analysen von Kolumnen von Udo Pipper aus der Very Special Interest Musikzeitschrift Gitarre und Bass vorstellen. Very Special Interest Zeitung, so wird sie tatsächlich typologisiert. Also, geplant ist insgesamt die Analyse aller Kolumnen des Autors aus 5 Jahrgängen. Und zwar 2013 bis 2017. In meinem Werkstattbericht, es soll ein Werkstattbericht heute sein, möchte ich erste Ergebnisse der Analyse der ersten 2 dieser Jahrgänge vorstellen. Das heißt 2013 und 14. Das heißt von knapp 50 Artikeln. Es müsste 48 gewesen sein. In diesem Zeitraum befinden sich jeweils 2 Kolumnen des Autors in einer Ausgabe der Zeitschrift. Dabei
lasse ich mich von der These leiten, dass es sich bei den Texten von Pippa weniger um eine Form der spezialdiskursiven Wissensproduktion handelt, also wie in der Physik oder wie in der Kulturwissenschaft oder wo auch immer, sondern in starkem Maße um adressatengerechten Gitarrenpop in Kolumnenform. Und das ist also kein Gitarrenpop, der zu hören ist, das ist keine seichte Musik oder so, sondern im Sinne von Thomas Hecken ein Pop-Phänomen. Das heißt, ein popkultureller Teil des ganz selbstverständlich musikbezogenen Gitarrendiskurses. Und da möchte ich nochmal erinnern, hier noch etwas Theorie, was denn dieses Pop-Verständnis ausmacht. Ihr mögt euch vielleicht erinnern, vor 2 Jahren habe ich die Folie schon mal an die Wand geworfen, um einen Unterbau zu schaffen. Ich zitiere: Pop kann populär sein, muss dies aber nicht. Pop kann als eine spezifische kulturelle Formation beschrieben werden, die ein Konglomerat aus Musik, Kleidung, Film, Medien, Konzernen, Ideologien, Politiken, Szenebildung und so weiter darstellt. Unter Popkultur können alle Formen der Vergemeinschaftung, die von diesem Pop-Verständnis ausgehen, verstanden werden. Jetzt einmal umgelegt auf unseren Bereich. Der Kleiner beschreibt hier Pop als Konglomerat aus Musik. Das könnte Gitarrenmusik sein, Rockmusik zum Beispiel. Kleidung, das könnten die Anzüge der Beatles oder die Lederjacken der Punks sein. Filme, das könnte der Help-Film zum Beispiel sein von Beatles, aber natürlich auch viele andere Musikfilme. Medien, hier wird es sehr interessant. Was könnte das sein? Zeitschriften, aber natürlich auch Verstärker. Das sind natürlich auch Medien. Im Sinne von McLuhan sind sie ja Extensions of Man. Konzerne, das ist interessant, zum Beispiel die Plattenkonzerne, aber auch große Musikalienhersteller. Ideologien sind interessant, weil zum Beispiel eine Ideologie, zu nennen wäre, wenn jemand sagt, Vintage-Gitarren klingen immer besser als neue Gitarren. Das wäre eine ideologische Aussage. Politiken wären zum Beispiel Produktpolitiken der Verstärkerhersteller, wie die, die ich vorhin beispielhaft erläutert habe. Szenebildung. Eine Szenebildung wäre zum Beispiel das, was wir hier betreiben, indem wir uns eben als kleine Szene hier für den Gegenstand um den Gegenstand Elektrogitarre kümmern und uns dafür interessieren. Es ist also eine Form der Vergemeinschaftung. So, das dann nochmal zum Pop-Begriff. Also in jedem Fall sind also Pop-Phänomene leicht zugänglich und unterhaltsam, das sagt die Theorie dazu. Und meine Frage wäre, worin zum Beispiel die Unterhaltsamkeit der Texte liegt, die Udo Pippa hier veröffentlicht. Das wäre eine Frage, die interessant wäre. Textanalytisch, induktiv, also aus dem Material raus, herauszuarbeiten, ist von mir also die Pippa-spezifische Herangehensweise an das Thema Elektrogitarre. Mein Erkenntnisinteresse richtet sich also auf die Pippaschen Bedeutungs- und Sinnebenen in seinen stets bebilderten Texten. Was für Bedeutungs- und Sinnebenen sind drin? Und jetzt ist wichtig, weil es geht ja in den Kolumnen immer wieder um Vorstellungen von gutem oder schlechtem Gitarrensound und den Weg dahin mittels entsprechender Instrumente und Technologien. Und insofern soll hier ein medienkulturwissenschaftlicher Soundbegriff erkenntnisleitend sein. Und da orientiere ich mich an Vollmer, Gerloff und Schwesinger. Noch ein Zitat. Die beschreiben Sound als Medium, naja, und in seinen jeweils spezifischen physikalischen, ästhetischen und sozialen Kontexten. Mit dieser Perspektive sind unter anderem Fragen nach den medialen, materiellen und historischen Bedingungen auditiver Kultur und ihrer Artefakte verbunden. Zitat Ende. Die von den drei Autoren genannten physikalischen Kontexte, die blende ich aus. Die Produktion von Wissen oder Unwissen dazu kritisch zu untersuchen, das ist die Aufgabe
von Mitgliederinnen und Mitgliedern aus dem Spezialdiskurs der Physik oder verwandten Wissenschaften. Habe ich überhaupt keine Ahnung von, kann ich nichts zu sagen. Meine Perspektive richtet sich hingegen im also kulturwissenschaftlichen Sinne auf diese anderen zwei Punkte, die ästhetischen und sozialen Kontexte. Ich frage also nach der Pippa-spezifischen Produktion von Bedeutung. Produktion von Bedeutung auf anderen Ebenen. Denn, jetzt noch mal ein bisschen Theorie, Kulturwissenschaft fragt nach den Bedeutungssystemen, in die klangliche Phänomene eingebunden beziehungsweise an deren Konstitution sie beteiligt sind. Zitat Ende hier von Lange. Die Beschreibung also von Sounds, Gitarrensounds und den medientechnischen Wegen zu ihrer Hervorbringung ist also deshalb von kulturwissenschaftlichem Interesse, weil sie, also die Kulturwissenschaft, an historischen wie gegenwärtigen Diskursen über und Beschreibung von Sound, deren produktiven Mehrwert und Überschuss untersucht und jene spezifischen Verfahren und Fantasien fokussiert, mit denen Klang in Sprache, Schrift oder auch Bilder übersetzt wird. Und das ist noch interessant, das ist nämlich sehr gegenwärtig, dieser Diskurs tatsächlich. Die gibt es ja, diese Zeitschrift, kein historisches Phänomen, sehr gegenwärtig. Und es geht um Beschreibungen von Sounds. Die sind ja in den Kolumnen mannigfaltig zu finden. Und es gibt, hier steht auch in dem Zitat, dass es auch um Fantasien geht. Sowas ist schwer greifbar. Und um die Umsetzung von Klang in Sprache, Schrift oder Bilder. Das ist auch interessant, weil ja bekanntlich das sich um schriftliche Zeugnisse handelt, also um Kolumnen, die bebildert sind. Also insgesamt geht es um eine bestimmte Praktik des Hörens von diesem Kolumnisten und es geht darum, die zu untersuchen und kritisch einzuordnen. Die Texte von Pippa sind in diesem Sinne also als Zeugnisse oder Spuren, könnte man auch sagen, einer Praxis des Musikhörens zu verstehen, genauer gesagt des Gitarrensoundhörens. So, das war viel Theorie, ich weiß. Und jetzt geht es ans Eingemachte, an die Kolumnen, jetzt geht es ins Material. Nach diesen theoretischen Zugängen möchte ich also erste Ergebnisse hier meiner Untersuchung vorstellen. Und die werde ich gegliedert nach Kategorien präsentieren. Die erste Kategorie habe ich genannt Selbstbeschreibungen und Biografisches. Pippa bezeichnet sich unter anderem als Marktmoderator, ist sich also auch, glaube ich, seiner Macht hier durchaus bewusst. Dann sagt er, er sei Kolumnist, selbstverständlich, und Klangtüftler. Er sei Instrumententester. Testberichte finden sich ja auch in dem Heft von ihm wieder, in dem Heft Gitarre und Bass. Und Musiker sei er auch. Und er betreue zahlreiche Sammler. Sind Selbstbeschreibung. Dann zu Biografischem. Ich habe die Textbausteine hier aus den Texten herauskopiert. Er sagt zum Beispiel, Zitat, als ich etwa 1973 anfing, Gitarre zu spielen, suchte ich nach möglichst dünnen Saiten. Und das hat durchaus etwas Unterhaltsames, also ein biografischer Zugang hier, eine biografische Schreibe, ein biografischer Zugang zum Thema Gitarre. Er macht dann weiter, er sagt auch, wo er aufgetreten ist. Und wir spielten in der Vergangenheitsform in Kneipen, nackten Sporthallen, gläsernen Hotelfoyers und sogar einmal in einer Schwimmhalle. Und solche Textpassagen habe ich sehr häufig gefunden in diesen Texten. Interessant, da er hier so persönliche Erfahrungen und Erlebnisberichte hier einbaut in seine Texte. Und wie ist das zu lesen? Ich denke, dass er stellvertretend für die zumeist aus Hobbygitarristen bestehende Leserschaft hier Geschichten von Gigs erzählt, von denen diese, also die Leserschaft, möglicherweise träumt. Das sind Sehnsuchtsgeschichten, kleine Geschichten von teils sogar umjubelten Auftritten. Umjubelt sind sie zum Teil, sagt er. Das Publikum applaudierte kräftig über meinen Schlussakkord. Und diese Geschichten, die befriedigen das Bedürfnis,
einer Leserschaft, die also weniger professionell musiziert als einem Hobby frönt. Hobbygitarristen sind das häufig. Und die sehen sich als Teil einer Gitarrenkultur. Die sind Miniaturen über so Auftrittsszenarien und die richten sich an Gitarrenbegeisterte, die zwar unentwegt Gear anhäufen und darüber reden, dies aber selten zum Einsatz bringen. Das ist ein Stück Unterhaltung für Gitarristen. Zur zweiten Kategorie. Die Anlehnung an akademische Konzepte und Begrifflichkeiten, habe ich das genannt. Und gleich in der ersten von mir untersuchten Kolumne bedient sich Pipper des Begriffs der Emergenz, allerdings ohne den zu definieren, seinen Nutzen näher zu erläutern oder ihn in seinen Argumentationszusammenhang dann auch einzubauen. Das ist hier mit Emergenz. Das ist der Punkt. Und an anderer Stelle habe ich dieses Zitat gefunden. Mittlerweile, ich zitiere es mal, mittlerweile steht mir eine Doktorarbeit dazu zur Verfügung. Es geht um diese Kältetechnik, Cryo-Tuning heißt die, glaube ich. Mittlerweile steht mir eine Doktorarbeit dazu zur Verfügung. Hier wird die Umwandlung in der Materialstruktur auf hunderten von Seiten haarklein beschrieben und durch zahlreiche Messungen und ausgedehntes Formelwerk untermauert. Im Endeffekt nützt uns das aber wenig. Was ich zu hören bekam, war da weitaus wichtiger. Zitat Ende. Das ist interessant, weil er hier dem Subjektivismus das Wort redet. Pipper argumentiert interessanterweise wie Vertreter des Hi-Fi-Diskurses. Dazu gibt es Studien. Und er plädiert für, ich zitiere Schröter und Vollmer, für subjektive Hörtests im Gegensatz zu technischen Messungen und professionellen Testurteil. Zitat Ende hier von Schröter und Vollmer. Und die haben eben den Hi-Fi-Diskurs untersucht. Das Ganze ist erschienen in meinem Sammelband Sensibility, mediale Praktiken des Sehens und Hörens. Das ist interessant, dass er sich da sehr für den Subjektivismus ausspricht. Und auch hier noch ein Wort aus dem Bereich der Wissenschaft. Man muss sicher empirisch vorgehen und die Ergebnisse in langwierigen Studien aufzeichnen. Aber das tut er nicht. Also er benutzt diese Worte, aber geht den Begrifflichkeiten dann auch nicht weiter nach oder folgt diesem Pfad. Ein weiteres Beispiel in der Bibliothek. Damals gab es noch kein Internet und auch kein Wikipedia, fand ich kaum brauchbare Informationen. Zu was auch immer ist jetzt uninteressant. Warum? Das ist aber für mich interessant, weil hier ein sehr eigenartiges Bild von fachlichen Recherchen hier in dem Klammerverweis dann doch entworfen wird. Als sei eben der Gang in die Bibliothek ein Anachronismus und das Internet und Wikipedia eben die Rechercheform der Stunde. Dann ein weiterer Hinweis auf den Bereich der Wissenschaft. Das ist interessant, weil jetzt kommt Manfred Zollner ins Spiel. Auch ihn hat er erwähnt in seiner Kolumne, Physik der Elektrogitarre und so weiter, und lobt das Werk ausführlich und sehr kompetent. Aber er zitiert nicht daraus, er benutzt diesen reichhaltigen Fundus an Erkenntnissen nicht. Ja, wie ordne ich diese Kategorie ein, also diese akademischen Referenzen und Begrifflichkeiten? Also einerseits schmückt sich Pipper sich selbst und seine eigenen Argumentationen mit diesen akademischen Begrifflichkeiten und Konzepten und versucht sie also damit indirekt akademisch zu adeln, beziehungsweise seine Expertenschaft herauszustellen. Andererseits sind seine Kolumnen eben eindeutig journalistisch und nicht wissenschaftlich. Das weitgehende Fehlen von Belegen, schlüssigen Argumentationen und also intersubjektive Überprüfbarkeit sowie harter Theoriearbeit belegt dies eindeutig. Zur nächsten Kategorie. Gitarrenstars und beste Verbindung habe ich diese genannt und ich zitiere. Eric Claptons Bluesbreaker Sound, Peter Green oder CC Top Riffs gelangen so beängstigend authentisch. Diese Kombination transportiert auch AC/DC Riffs in Clublautstärke. Beeindruckend. Ja, es fällt auf, dass der Kolumnist Pipper sich immer wieder auf Gitarrenstars
bezieht, die wir alle kennen. Sie fungieren dann als Gewährsleute für seine Thesen oder sollen paradigmatisch für bestimmte Gitarrensounds stehen. Jeff Beck ist das in diesem Falle und seine, es geht hier auch um seine Praxis des Kombinierens von Fender-Parts. Und auch der Kolumnist ist hier zu sehen mit Jeff Beck, ein paar Jahre her, Jeff Beck und der Kolumnist in Becks Werkstatt. Ja, die Nähe auch zu ihm soll seinen Expertenstatus beglaubigen. Die Präsenz von Stars in den Texten ist ein ganz starker Beleg dafür, dass es sich bei diesen Pipper-Kolumnen um Gitarrenpop im vorhin beschriebenen, in der vorhin beschriebenen Ausprägung handelt. Gitarrenpop. Stars und ihre Images bieten nämlich im Pop emotionsgeladene Erlebnisse und Vorstellungen. Das geht über den Bauch und über die Gefühle, nicht über die Ratio. Mit Gitarrenstars verbinden wir nämlich Konzeptionen von Könnerschaft, auch von Reichtum und Berühmtheit und von natürlich von Expertentum in Sachen Sound. Damit verbinden wir eine Expertenschaft in Sachen Sound. Also sind diese Stars insofern für uns funktional, für uns Gitarristinnen und Gitarristen funktional, als sie Modelle von Werten, Eigenschaften und Moden liefern. Für Gitarristen bieten Stars also Orientierung, zum Beispiel im Hinblick auf Spieltechniken, aber auch im Hinblick darauf, welches Equipment wohl als nächstes angeschafft werden sollte. Und eins ist auch klar und für Pop sehr, sehr wichtig, für den Pop-Komplex, dass die Nachahmung von Stars durch Fans immer zum Phänomen Star auch dazugehört. Nachahmung. Und darum geht es ja häufig auch in diesen Kolumnen, bestimmten Sounds von Gitarrenstars möglichst nahe zu kommen. So, hier auch nochmal. Jim Marshall erzählte mir, das ist wieder so ein Ausweis von sozialem Kapital. Das finden wir ganz häufig, dass er halt diese Nähe zu Leuten, die im Business etwas darstellen, betont. Das können auch sogenannte Gitarrendoktoren sein. Das ist interessant, hier gekoppelt mit dem Akademischen wieder. Er nennt die auch Gitarrendoktoren, so wie Andreas Kloppmann, Alexander Dumble, Andreas Hecke. Solche Leute nennt er da. Immer soziales Kapital ist da ganz, ganz wichtig in diesen Kolumnen. Dann zur nächsten Kategorie. Das sind die Gitarrensounds und ihre sprachlichen Beschreibungen. Einige hatten wir ja schon eben lesen können. Und der Kolumnist schreibt, Klänge in Worte zu fassen, ist mühsam und schwierig. Ja, und jetzt ein längeres Zitat. Mit einer E-Gitarre kann man schnurren, brillieren wie eine Sopranistin, brüllen wie ein Löwe, hämmern wie mit einem Schlagzeug, Godzilla-Schreie produzieren oder wie Jimi Hendrix einst in Woodstock die bedrohlichen Geräusche eines Sturzkampfbombers nachstellen. Alles scheint möglich und alles gelingt eben gut oder weniger gut. Ja, hier bedient sich der Kolumnist wie immer vieler Adjektive und in diesem Fall auch starker Metaphoriken. Ne? Brillieren wie eine Sopranistin, Godzilla-Schreier und so weiter, das sind Metaphoriken, mit denen er da arbeitet. Und sehr interessant finde ich, dass er hier einen impliziten, aber leider kontextlosen Verweis auf den politischen Charakter von Hendricks Version der amerikanischen Nationalhymne in Woodstock mit erwähnt. Das ist hier dieser Woodstock-Bezug. Und leider fehlt hier aber das Entscheidende, also dass hier die Gitarre als Werkzeug der Dissidenz ja zum Einsatz kam. Und das mit dem Stuka, das passt leider auch überhaupt nicht, weil das eine Waffe der Nazis im Zweiten Weltkrieg war. Und diese Nationalhymne, wie sie von Hendrix in Woodstock gespielt wurde, wurde als Kritik am Vietnamkrieg gelesen. So, dann Adjektive spielen eine große Rolle. Adjektivismen, diese adjektivischen Beschreibungen, warm, kehlig, singend, musikalisch, die tauchen auch ganz, ganz häufig auf und bieten entsprechende Unterhaltungswerte. Einen weiteren Punkt habe ich auch noch hier, und zwar seine Aussage zu kleinen Fender-Verstärkern. Und das ist interessant, wir denken nochmal an unser Dach der Wissensgeschichte. Er sagt hier, dass diese kleinen Amps
sehr gut für bestimmte Gelegenheiten geeignet sein, so für Proben, kleinere Gigs, Studioaufnahmen, ne? Also die Lux, Princeton und so weiter. Ja, und das ist interessant, weil hier auch ein Stück Wissen mit drin ist, was ich also Erfahrungswissen nennen möchte. Und das ist doch durchaus wertvoll. Ich kann mich darin wiedererkennen. Ich habe auch so einen Princeton. Der wurde übrigens in Corona, Kalifornien, gebaut. Zur nächsten Kategorie, Vintage-Instrumente als Maßstab. Und das ist ein Stück Ideologie. Das hatten wir vorhin schon im Begriff. Und er spricht zum Beispiel von dem Worn-In-Gefühl beim Spielen einer alten Gitarre, von dem viele Gitarristen fasziniert seien. Das ist für ihn ganz, ganz wichtig, diese Vintage-Instrumente als Maßstab zu bezeichnen. Also nicht nur Instrumente, sondern auch alte Bauweisen von Verstärkern zum Beispiel. Und dann bringt er hier dieses Handwired-Prinzip, bringt er in Kontrast zur Platinenbauweise. Da sagt er auch etwas zum Sound. Da hat er auch eine Soundbeschreibung, die er liefert. Er sagt, spricht von einer spröden Härte, die den Reissues mit Platine nun mal zu eigen sei. Das ist ganz interessant. Er ist immer pro Handwired und bezeichnet die Platinenbauweise als eher negativ. Das ist aber interessant, weil eine Ausgabe später sagt er Folgendes in Gitarre und Bass 4 2013 auf Seite 226 schreibt er, Zitat, eine Platine verschlechtert den Sound nicht. Zitat Ende. Also hier sind auch Widersprüche zu finden. Also, der Autor etabliert letztlich in seinen Texten das große Narrativ, also die Erzählung vom doch klanglich immer überlegenen Vintage-Verstärker oder der klanglich überlegenen Vintage-Gitarre. Damit pflegt er die von Dominik Schrey vortrefflich analysierte analoge Nostalgie. Mit Schrey lese ich Pippers Texte als Teile einer nostalgischen Vintage- und Retro-Kultur. Vintage ist in diesem Sinne der gebrauchte, also genuin alte Gegenstand. Retro hingegen bezeichnet das nur dem Anschein nach alte. Die geschichtsträchtigen Objekte in Pippers Beschreibung werden in diesen also auch mythisch überhöht. Pipper schreibt am Mythos mit. Seine Form der Nostalgie befeuert ein Streben nach dem vermeintlich ursprünglichen und auch authentischen. Er spricht Vintage und Retro, also stets das Wort, indem er zum Beispiel das sogenannte Aging behandelt, die Röhrentechnik immer lobt und die Verwendung alter elektronischer Bauteile, NOS, New Old Stock, empfiehlt. So, wir kommen schon bald zum Ende. Schauwerte habe ich die nächste Kategorie genannt. Fotografische Abbildung, also historischer, aber auch neuer Verstärker und Gitarrenmodelle werden hier geboten. Und die Kolumnen bieten also den interessierten Gitarristinnen und Gitarristen Schauwerte. Es werden Amp-Modelle zum Beispiel abgebildet, die nicht mehr im Handel sind oder die dann irgendwann doch wieder in den Handel kommen, wieder aufgelegt werden. Das zeigt also meines Erachtens sehr schön, dass die Kultur der Elektrogitarre selbstverständlich nicht nur eine auditive ist, sondern vielmehr eine audiovisuelle. Manfred Zollner hat vorhin gesagt, Zitat, Optik zählt etwas. Also zumindest eine audiovisuelle, wenn nicht sogar eine multisensorische. Denn in der eben das Aussehen von Gitarren, Verstärker und Effekten, ihr Design eine Rolle spielt, aber auch die Haptik. Zum Beispiel von Chicken-Head-Knöpfen, da denke ich dran, oder aber auch von Tweed-Oberflächen zu berücksichtigen ist. Wer hat nicht schon mal versonnen über lackiertes Tweed gestreichelt? Dann zur nächsten Kategorie. Die sind intermediale Verweise und Medienreflexivität. Und ein schöner Verweis, den haben wir hier. Und zwar ist dieses YouTube-Genre Unboxing. Kennt ihr sicher diese Unboxing-Videos? Die sind mittlerweile hier, haben Einzug gehalten in die Kolumnen von Udo Pipper. Das ist interessant, weil das war vorher ein Internetphänomen, ist jetzt aber hier gewandert vom Netz hier ins Printmedium. Unboxing-Videos.
Und er verweist natürlich auch, hier als intermedialer Verweis, verweist er auf zum Beispiel Foren im Internet, hier das Fender-Forum, das tut er. Und was Medienreflexivität angeht, das ist sehr interessant, ist dieses Zitat hier relevant. Er hat wieder eine Soundbeschreibung hier, die macht er und sagt dann, Zitat, man könnte auch sagen, man hört statt CD wieder Vinyl. Und das ist sehr interessant, ein Stück also Beschäftigung mit Medien im Medium Zeitschrift. Und der Kolumnist arbeitet also häufiger mit negativen und positiven Soundbeschreibungen und bedient sich hier also einer binären Opposition, die ganz stark, also seit der frühen Digitalmedien-Ära verbreitet ist, also seit das in den Userbereich, seit Digitalmedien im Userbereich eine größere Rolle spielen. Und da bedient er so Oppositionen. Da wäre dann das Digitale als steril und kühl klingend, wird er dann bezeichnet, oder kalt. Das steht in der Regel für das Digitale. Und demgegenüber stehen so positive Konnotationen von Analogmedien. Da schreibt er zum Beispiel etwas vom warmen und dynamischen Röhrencharakter. Warm ist sonst eine typische Konnotation von dieser analogen Röhrentechnik. Interessant ist, dass der Kolumnist damit also ein ganz altes binäres Schema eben reproduziert, das auch wenig Platz für graue Bereiche lässt und bedient sich also einer medientheoretischen Leitdifferenz. So würde Schröter die nennen, nämlich analog und digital. Schröter sagt, das sei seit der Einführung der CD, Anfang der 80er, sei das fester Bestandteil hier auch der Sprache geworden, mit solchen binären Oppositionen zu argumentieren. So, jetzt zur letzten Kategorie, und das wäre der Werbe- und Marketingcharakter, den ich hier rausgefunden habe in diesen Kolumnen. Und da schreibt er zum Beispiel zu den Lautsprechern eines Herstellers, den Namen nenne ich mal nicht, diese Pappen sind sicher für viele Gitarristen eine willkommene Option. Und da hatte er ganze drei Texte über mehrere Ausgaben verstreut, diesem Hersteller gewidmet. Und dann haben wir noch weitere Beispiele, zum Beispiel der Vertrieb wie Crazy Parts, der auf Spare Parts mit exakten Materialien spezialisiert sei. Darauf weist er auch hin und auf viele andere Hersteller auch. Und das entspricht ja auch seinem Selbstverständnis als Marktmoderator. Und das ist interessant. Hier möchte ich nochmal Schröter und Vollmar anführen, die ich vorhin schon zitiert hatte. Die schreiben ja über den Hi-Fi-Diskurs, er sei, Zitat, bis heute eng mit dem Produktmarketing verbunden. Zitat Ende. Und das gilt also auch für die Kolumnen Pippers hier im Gitarrenbereich im Besonderen und für die gesamte Publikation Gitarre und Bass im Allgemeinen, möglicherweise sogar für das gesamte Segment dieser Very Special Interest Zeitschriften für Gitarristinnen und Gitarristen. Also hier ein Werbe- und Marketingcharakter. Ja, das war's mit den ersten Ergebnissen. Es gibt noch weitere Kategorien und ich hoffe, dass ich das bald zur Publikationsreife werde führen können, dieses Projekt. Und möchte dann noch auf meine Literatur hinweisen am Ende. Zum Beispiel hier zur Star-Konzeption von Lowry oder zur Wissensgeschichte von Landwehr. Oder hier auch nochmal die Mythenliteratur von Wodjanka. Und natürlich auch hervorzuheben von Schröter und Vollmar. Die Aufsätze. Hier ist noch das Abbildungsverzeichnis und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.